Jeder hilft uns jetzt hier gerade dabei, dass wir einen Überraschungsdip machen. Und zwar haben wir jetzt folgendes: Wir haben jetzt hier den schmutzigen Topf genommen. Das heißt, man kann also ruhig auch Reste drin lassen. Hier habe ich jetzt einfach noch ein Stück Knoblauch reingegeben, ein bisschen Lauchzwiebeln habe ich mit reingegeben. Dann geben wir jetzt alle harten Sachen rein. Das ist die Faustregel: harte Sachen rein. Zum Beispiel hier die Speckwürfel. So, das wären auch harte Sachen. Ja, ne, feste Sachen. Mhm. Dann den Feta-Käse. Einfach als einmal durchbrechen, einmal mit rein. Deckel drauf. So. Dann natürlich den kleinen Deckel mit drauf, sonst spritzt du zu viel. Wo haben wir den? Nehmen wir den einfach. Ist egal, wir haben schon hier. So. Dann auf die Geschwindigkeit gehen und hoch auf Stufe 5 drehen. Einfach nur draufdrücken und auf Stufe 5. So, 5. So lange zerkleinern, du hörst, wann es gut ist. Wenn du jetzt ein Stückchen drin haben möchtest, hast du jetzt Schluss. Du hörst das jetzt, ne? So. Hast du aber, dass du sagst, du möchtest dann zu wenig Substanz haben, dann einfach länger laufen lassen. Wir lassen es jetzt einfach mal gerade zwischendurch. Also wenn du ein Stückchen drin haben möchtest, kürzer laufen lassen, ansonsten halt ein bisschen länger laufen lassen. So, das wäre jetzt hier so. Man könnte jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich lasse das jetzt noch ein bisschen länger laufen, damit was cremiger ist. Das entscheidet man halt selber. Ich habe jetzt bewusst keine Gewürze reingegeben, weil oft ist das der Feta-Käse, der ist halt salzig oder so. Ne? Das ist dann schon. So, jetzt bräuchte ich den Becher Schmand noch. Ihr könnt auch Creme Fraiche reingeben, ihr könnt halt Frischkäse noch mit reingeben oder selbstgemachten Frischkäse. Im Übrigen, selbstgemachten Frischkäse ist Butterquark und Schmand. Und dann habt ihr fast ein Kilo. Wenn du bedenkst, was du jetzt für so ein kleines Päckchen Frischkäse jetzt bezahlst, ist dann schon... So, ich kann das noch mal zeigen, das ist also schön cremig. So, und jetzt gibt er quasi die weichen Zutaten rein. Das heißt einmal der wieder. Jetzt ist wieder unser Messer weg. Ich verzettel immer alles. Also einmal reinschneiden. So, jetzt macht er oben die Matscherei noch so ein bisschen weg. Faulheit denkt mit. Alle Sachen, die bequem sind, die merke ich mir. So, dann gehst du hin und gehst jetzt hier nur auf Stufe 3 verrühren. Ne, das nur einfach cremig rühren lassen, dann ist eigentlich alles. Das ist der Feta-Dip. Das heißt, erstmal alle harten Sachen rein, Stufe 5 mit dem Feta zerkleinern. Dann weiche Sachen rein, ob wir Frischkäse, Schmand oder Creme Fraiche kann damit rein. Stufe 3. Fertig. Aber bezahlst du sonst beim Türken für so einen, ja, so einen Speckdip zum Beispiel? So, das ist jetzt schon mal fertig. Ich kann dir auch mal hier nochmal zeigen. Hier so. Guck mal. Jetzt siehst du übrigens gar nicht mehr, dass da auch Speckwürfel drin sind. Du schmeckst es, aber siehst es nicht. Ne? Das Schöne daran ist, so könnt ihr auch, wenn ihr jetzt hier mit mir diese Speckwürfel, die Schinkenspeckwürfel habt und habt dann entweder Feta-Käse, dann habt ihr wirklich wie so eine Streichwurst. Oder wenn ihr das mit einem Päckchen Butter zerkleinert, dann habt ihr so eine Schmierwurst. Mhm. Einfach nur Butter und Speckwürfel rühren lassen, fertig. Dankeschön. Ein paar andere Sachen haben wir natürlich auch gemacht, wie jetzt Vorspeise oder auch ein Hauptgericht, dann das Eis. Ja, und vielen, vielen lieben Dank für alle, die teilgenommen haben, an die netten Gäste und auch an unser nettes Gastgeber-Ehepaar. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.